YouTube mehrsprachiges Tool. Tolles Tool. Was ist es? Mit dem YouTube Multilanguage Tool können Sie ein Video hochladen und ihm mehrere verschiedene Audio-Streams hinzufügen. Das Ziel ist es, den Betrachter wählen zu lassen, in welcher Sprache er Ihr Video anhören möchte. Tolle Neuigkeiten. Aber leider ist es noch nicht für alle verfügbar. Für meinen Kanal ist es noch nicht verfügbar. Ich hoffe, dass es bald soweit sein wird. Aber ich bereite mich schon intensiv darauf vor. So erforsche ich verschiedene Tools zum Übersetzen und Synchronisieren von Videos in vielen Sprachen. Ich denke, der Nutzen davon ist allen klar. Ich gewinne ein Publikum. Woher wissen Sie, ob das Multilanguage-Tool bereits für Ihren Kanal verfügbar ist? Wenn Ihnen die Videos gefallen, klicken Sie auf Gefällt mir. Wenn du sie nützlich findest, abonniere den Kanal, damit du nicht verpasst, wann das nächste Video kommt. Hinterlassen Sie Kommentare unter den Videos, damit ich herausfinden kann, was für Sie nützlich ist und woran Sie sonst noch interessiert sind. Wenn es Plattformen gibt, die ich vorstellen soll, lassen Sie es mich auch in den Kommentaren wissen. Ich zähle auf Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen. YouTube gibt eine klare Beschreibung, wie Sie verschiedene Audio-Streams hinzufügen können und ob Sie diese Option im Kanal haben, finden Sie heraus, indem Sie versuchen, der Audiostrom. Hier ist sie. YouTube-Seite, die alles Schritt für Schritt beschreibt. Wie wird hinzugefügt? Zu diesem Zweck gehen Sie auf YouTube, wählen. YouTube Studio, gehen Sie auf die Registerkarte Untertitel, wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Sprache hinzufügen. Sobald Sie die gewünschte Sprache gewählt haben, hinzufügen, wird die Schande anders aussehen. So geht's, wird in Ihrem Kanal so aussehen. Max, creators can navigate to the subtitles editor on Studio Desktop, click on Add Language, where a new row will be populated. You are then able to add audio files, subtitles, and translated titles and descriptions. We'll leave more information in the description. Die anderen Informationen, die Sie auf YouTube erhalten können, sind, welche Bedingungen Ihr Kanal erfüllen muss, um in den Genuss von Tozzi-Instrument. Recognition messages in the main app. When creators hit specific milestones for Shorts views, Shorts likes, and subscribers. These messages will be shown on the Your Videos page. If you see one of these recognition messages, let us know if you enjoyed it. Das ist toll. Willst du auch was? Also, arbeiten Sie hart, um bald Zugang zu haben. Dieses erstaunliche Werkzeug. Was bedeutet das für die Zuschauer? Die Zuschauer können wählen, in welcher Sprache sie sehen wollen. Wie folgt. Videos have multi-language. This means that viewers can select the language in which they hear the video. We're gonna play on this jet that costs $500,000. $1,000! Un asiento de primera clase. My Sanchez, did you mostrar cómo de jugar? This can be a game changer for you for your channel, as you can reach a much larger audience. Nun, das ist es. Stellen Sie also sicher, dass Sie im Voraus genau wissen, wie und in welche Sprachen Sie Ihre Videos übersetzen werden. Das ist entscheidend, um das Beste aus diesem erstaunlichen Werkzeug zu machen. Ich erstelle eine Reihe von Übersetzungsvideos, in denen ich die Videos mit Untertiteln versehe und vertone. Verfolgen Sie dazu meinen Kanal. Um die richtigen Informationen darüber zu erhalten, welche Tools für Sie am besten geeignet sind. Ich habe meinen Favoriten gewählt. Es kann übersetzen, Untertiteln, Lippen synchronisieren und vieles, vieles mehr.
Abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die nächsten Videos nicht verpassen, in denen ich verschiedene Arten von Tools und deren Verwendung beschreibe. Ich möchte mit euch teilen, welche findet ihr nützlich und welche nicht. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Bis bald.